Von wegen Bierfrieden. In Deckendorf ist heute erneut eine Bombe im Bierkrieg geplatzt. Die Festwirte Tauscher und Richter ziehen ihre Bewerbung 2011 für das Frühlingsfest sowie für das Volksfest aus wirtschaftlichen Gründen zurück. Alleiniges Festzelt ist nun das umstrittene dritte Zelt von Kochland Deckendorf. Alleiniges Bier, Augustinerbräu München. Wir haben erste Reaktionen von Oberbürgermeisterin Anna Eder. Ich glaube, dass es, bin fest davon überzeugt, dass es eher an Attraktivität gewinnt. Inwieweit es fair ist dem Frühlingsfest gegenüber, das können die Zuschauer selbst beurteilen. Das ist Ende April, das Frühlingsfest. Bis zum Volksfest, wo die Stadtveranstalter ist, da werden wir auf jeden Fall wieder etwas finden. Ja, Herr Antretter, Sie sind ja erster Vorsitzender des VDK in Deckendorf und gleichzeitig natürlich dann auch Veranstalter für das Frühlingsfest. Wie geht es Ihnen eigentlich bei solchen Aussagen? Als wir diese Information erhalten haben, dass sich die Festwirtfamilie Richter, aber auch die Festwirtfamilie Tauscher vom Frühlingsfest zurückziehen wird, war ich natürlich schon enttäuscht. Ich meine, bezüglich der Familie Richter gab es ja jahrzehntelang einen, schon gleich kann man sagen, einen Vertrag, Frühlingsfest und Richter. Das hat immer gut funktioniert. Ja, wir sind schon etwas enttäuscht, und zwar auch daher, da ja das Frühlingsfest in fast 2 Monaten beginnen soll. Es steht ja schon längere Zeit fest, dass ein drittes Bierzelt kommt. Es soll eine Bereicherung sein für das Frühlingsfest. Wir waren auch der Meinung und sind es nach wie vor, dass damit auch mehr Besucher das Frühlingsfest besuchen werden. Das Frühlingsfest war bis jetzt für die Familie Tauscher, aber auch Richter immer ein sehr gutes Geschäft. Dies wurde oft wiederholt und betont. Beim Volksfest, das ja von der Stadt organisiert wird, waren die Festwirtbetreiber oder Festzeltbetreiber eher zurückhaltend. Sie haben immer wieder gesagt, das gute Geschäft wird im Frühlingsfest gemacht. Umso mehr eben auch, wie schon gesagt, die Enttäuschung auf bezüglich des Rückzuges. Jetzt hat man ja gerade gehört von der Frau Eder, ich will es jetzt einfach mal salopp formulieren, dieser relativ relaxed, weil die Stadt betrifft ja eigentlich nur das Volksfest, sie betrifft es ja jetzt wirklich. Was soll denn in 2 Monaten jetzt eigentlich passieren? Ja, Sie wissen, dass wir ja schon Verhandlungen gehabt haben mit der Brauerei Aldersbach. Die sollten ja im großen Bierzelt ja komplett die 11 Tage ausschenken. Und wir werden eben dies auch noch weiterhin verfolgen. Und eigentlich bin ich zuversichtlich, dass wir vom VDK ein sehr schönes Frühlingsfest organisieren werden, das mit Sicherheit erfolgreich sein wird. Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Also wie gesagt, Sie betrifft es ja direkt jetzt. Also das heißt, die Auswirkungen des Bierkriegs, die ja mit der Stadt eigentlich zu tun haben, betreffen Sie ja direkt. Also deswegen vielleicht nochmal die Frage. Also irgendwie muss ja irgendwo auch irgendein Organ versagt haben, damit sowas überhaupt zustande kommt. Und Sie sind ja wirklich dann auch der Leidtragende im Moment. Also man muss immer, wie ich schon gesagt habe, das sehen ist eines der Bierkrieg, das andere ist ja das Geschäft. So wie es in der Erklärung der beiden Familien herauszulesen war, ist wohl ja die Ursache das dritte Bierzelt und dass daher angenommen wird, dass einfach weniger Geschäft überbleibt für die anderen Festwirte. Sind Sie sich da, also denken Sie auch, dass das wirklich der Grund ist, dass nachdem, das entsteht? Nachdem diese Erklärung so drinnen gestanden war, gehe ich davon aus, dass dies so ist. Und ja, sollte es anders sein, dann wird sich das in den nächsten Tagen, Wochen sicherlich herausstellen. Herr Antretter, vielen Dank für das Gespräch.